Yo, 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 yo! What's up? What's up? Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder sehr gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch. Ich weiß nicht, warum ihr hier immer meine Notizen seht, aber das ist jetzt halt nun mal so. Können wir jetzt leider nicht ändern. Für alle, die mich noch nicht kennen. Hi, mein Name ist Seddo. Eigentlich Cedric, aber man nennt mich Seddo, so als Spitzname. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus Köln und ich freue mich, dass ihr euch hier auf meinem Kanal verlaufen habt. Denn hier gibt's viel Klatsch und Tratsch. Schön. Legen wir los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Content of the Day. Beim Format Content of the Day gucken wir uns einfach verschiedene Storytimes an oder Sachen, die Dinge erzählen. Das können auch Livestream-Ausschnitte sein. Sachen, die Leute erzählen. Das können auch Livestream-Ausschnitte sein oder ähnliches. Und ich würde sagen, bevor wir ins Video reingehen, lehnt euch erstmal zurück. Macht euch richtig gemütlich, holt euch eine Decke, kuschelig, puschelt euch an euren Freund, Freundin, Hund, Katze, Maus, egal. Und holt euch was Leckeres zu essen und was Leckeres zu trinken, liebe Freunde. So schwer war es doch gar nicht. Oh Mann, hab fast kurz meinen Dings-Text vergessen. Vielleicht habt ihr Aurelia schon vergessen, liebe Freunde. Ich nicht. Aurelia ist genau hier. Und sie schauen wir uns jetzt mit Herz an, denn sie hat einen absoluten Dating-Reinfall gehabt. Und deshalb, jetzt bin ich jetzt halt auch mal gespannt, Aurelia. Wir brauchen noch die Dating-Brille. Mit Herzen und dann gehen wir rein. Leute, maximaler Film, ey. Ich hatte ja gerade Besuch von den Mädels. Die Nein. Waren kurz da. Sag Walla, sag Walla. Und ich wollte mich ja eigentlich mit jemandem treffen. Mit wem? Sag erst mal mit wem, bitte. Bin ich wirklich froh, weil eigentlich, ich treffe mich ja immer mal wieder mit jemandem, klar. Echt? Willst du dich mit mir treffen? Janem. Ich glaube, Aurelia, Dings. Checkt ihr das? Also, falls ihr mich jetzt fragen würdet, ne? Vom Ding her finde ich Aurelia echt hübsch. Wirklich jetzt. Ich finde sie auch von der Art und Weise, wie sie drauf ist, so dieses offene, nette und so, finde ich sie echt hübsch. Aber ich glaube, das ist schon Dings. Schon lange gegessen, das Thema. Weil, wenn sie die Videos sieht, die ich über sie mache, dann denkt sie sich so, pff, Spack. Was ein Spack. Ich erzähle das jetzt nicht immer euch. Aber ich glaube, das war gerade richtig Schicksal. Ja. Ich habe es ja erzählt, aber ich habe jetzt halt nicht groß irgendwie was preisgegeben oder so. Und der ruft mich an und sagt, ja, ich habe gerade deine Story gesehen, obwohl er ja kein Insta hat, hat er gesagt. Nicht, dass du jetzt eine Story von mir machst und das postest so. Und das reicht mir schon. Also das reicht mir schon. Das ist ja voller Ab. Nee, Red Flag. Ab in den Wind mit dem. Was ein Idiot. Also der will einfach nicht halt in seiner Story gezeigt werden. Also das ist eine Red Flag. Also, Ich habe richtigen Abtank gerade bekommen. Hab zu ihm gesagt, du, wir brauchen uns gar nicht mehr treffen. Für mich hat sich das erledigt. Für mich wäre das ein Pluspunkt, um ehrlich zu sein. Weil, wenn ich mich mit jemandem date, habe ich so eventuell die Absichten schon auch, dass es mäßig eventuell eine Person sein könnte, die ich mein Leben lang neben mir habe. Und ich bin aktuell tatsächlich auch so eingestellt, dass ich die Person nicht posten würde. Und wenn die Person jetzt sagt, ich möchte nicht gepostet werden, dann würde ich das als Pluspunkt nehmen eher, anstatt als Minuspunkt. Stand jetzt. Stand aktuell. Weil damit nicht klarkommt, dass ich offen erzähle, was ich mache. Also ich habe ja keinen Namen von dem gesagt. So richtig peinlich, oh mein Gott. Hä, warum ist das jetzt so peinlich? Ich verstehe es gerade noch nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn er so vom Ding her, sagen wir mal, seine Privatsphäre sein lässt. Also ich bis jetzt gibt es noch nichts gegen einzuwenden. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich bin wirklich durch mit Dating jetzt. Naja. Dann habe ich gerade so mit den Mädels drüber geredet. Und die meinten auch so, also selbst wenn, was ich niemals machen würde, selbst wenn ich ihn jetzt posten würde, was hat er denn zu verlieren? Also eigentlich sagt so jemand ja nur was, wenn er was zu verbergen hat. Na? Ach so, denkt sie. Das sagen sie in den häufigsten Fällen, aber irgendwas ist ja komisch und Gott sei Dank. Okay. Das ist nochmal ein anderer Steppenpferd. Steckenpferd oder so. Sie denkt nämlich so, er will bloß nicht, dass es irgendwie rauskommt, weil der hat vielleicht eine Freundin oder so. Warum werde ich denn jetzt schon wieder angerufen? Falls es jetzt der Fall ist, dass er halt sagt, er möchte nicht gesehen werden, weil er ist gerade in einer Beziehung und das könnte dann ja rauskommen, dann ist schon wieder eine andere Sache. Hm? Ja, okay. In dem Punkt verstehe ich sie wiederum, dass es dann doch wiederum ein bisschen eine Red Flag ist. Ich sag's euch. Immer aufs Bauchgefühl hören und auf den Impuls. Und mein Impuls war, ich erzähle euch das, ich habe irgendwie Bock darauf, dass ich gerade ein Date habe, ist doch ganz lustig, warum nicht? Hahaha, ein Date. Haha. Und das Schicksal hat es mir gerade bewiesen, dass es gut war, weil ich davor bewahrt worden bin, mich mit dem zu treffen. Ey, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Oh Gott, das ist so peinlich. Ich war so, ey, ich wünschte, ich hätte es aufgenommen und euch gezeigt. Stimmt, er hat doch am Anfang gesagt, er hat kein Insta. Dann hat er gesagt, ich habe in deiner Insta-Story gesehen. Ja, okay, das sind schon sehr viele Dings, Punkte, die so, schwierig sein könnten. Ich wünschte. Wir waren so schockiert. Die Mädels waren ja da und haben das ja mit angehört, was er gesagt hat. Wir waren alle so, what the fuck, was redet der da? Ey, aber ich sag's euch, das ist richtig gut. Ich werde das jetzt immer so machen, dass ich das immer schön sage, wenn ich ein Date habe, weil dann sehe ich ja, wie der Typ reagiert. Und kann direkt schon ausschließen, sehr gut. Maximal schlau. Boom. So schlau, einfach gar keine Privatsphäre mehr zu haben. Finden wir toll. Nein, ich find's echt nicht. Also ich find's echt nicht schlimm. So kann sie machen. Soll halt jeder machen, wie er will. Aber was für ein Content of the Day Folge, liebe Freunde, oder Adelina? Denn Adelina hat auch eine Storytime über ihren Ex-Freund. Also hören wir mal rein. Was geht ab, Freunde? Ich habe eine krasse Storytime für euch, die mir einfach gerade eingefallen ist, weil ich diese Kette angezogen habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, müsst ihr euch vorstellen. Ich hatte einmal Streit mit meinem Ex-Freund. Ich werde nicht sagen, welcher Ex-Freund. Ist ja eigentlich auch egal. Ist egal. Auf jeden Fall waren wir im Einkaufszentrum und wir hatten so ein bisschen Beef. Und ich konnte mich noch daran erinnern, dass er die ganze Zeit gesagt hat, ich will voll gerne neue Air Force haben. Einfach komplett weiße Air Force. Aber zu der Zeit gab es die natürlich nirgendwo. Und ich glaube, die gibt es immer noch nirgendwo. Und dann, ich war bei Snipes, Leute, ich habe eine weiße Air Force gefunden. Er hat Größe 45. Ich habe 46 geholt, weil es 45 nicht gab. Er war natürlich nicht dabei, hat im Auto gewartet. Auf jeden Fall habe ich ihn dann Air Force in Größe 46, nicht 45 geholt. Bin dann zum Auto, habe ihm die gegeben. Er war richtig angepisst, er ist einfach weitergefahren. Hat dann dieses Fenster aufgemacht und die Air Force rausgeworfen, weil es nicht seine Größe sind. Seine Größe ist, sorry. Und dann bin ich, während das Auto gefahren ist, es war mein Auto, bin ich ausgestiegen, bin diesen Air Force hinterhergelaufen, die lagen auf dem Boden, während das Auto gefahren ist und hab die Air Force eingesammelt und hab die dann einfach so behalten. Diese Story ist so krank, wirklich. Während das Auto fährt, steigt sie weiter aus und rennt dann den Air Force hinterher. Warum muss man ihre Air Force hinterher rennen? Die bewegen sich ja dann nicht mehr, die rennen ja nicht weg. Rein in der Theorie bleiben die ja dann einfach liegen. Also eigentlich steigst du aus und rennst zurück und holst die Air Force und packst die wieder ein. Aber ihre Air Force rennen anscheinend auch ohne Besitzer, ne? Anscheinend rennen die. Gut, nicht schlecht. Jetzt haben wir einen Livestream-Ausschnitt über Lara Bitten Official. Das ist die, könnt ihr euch erinnern, die immer Leggings anhatte und dann immer so einen Gürtel drum gemacht hat? Erinnert ihr euch noch? Falls nicht, auch Schnuppe. Inzwischen weiß ich gar nicht, was sie genau macht, aber anscheinend redet sie hier über OF, also OnlyFans. Und ich glaube, eine Tochter hat sie auch oder ein Kind. Darf ich fragen, wie viel du verdienst? Ihr glaubt mir das eh nicht. Aber zum Beispiel, auf OnlyFans verdiene ich, ich mache drei Sachen. Auf OnlyFans verdiene ich 10.000 bis 15.000, kommt drauf an. Auf meinem Fans habe ich bisher, glaube ich, 8, also im Monat 8.000 bis 7.000. Ist immer unterschiedlich. Eigentlich verdient man ja sogar noch mehr, aber das wird dann abgezogen von diesen Internetseiten. Richtig viel, vor allem bei OnlyFans. Deswegen, wenn ihr anfangen wollt, lieber mit Bestfans, das mache ich auch. Und da habe ich nur 2.500, weil ich habe auch erst gerade angefangen. Ich muss erst gucken, wie das alles läuft und so. Aber es reicht. Und wenn... Da habe ich nur 2.500 und ich habe gerade angefangen. Ja, 2.500 Euro ist so für so netto, einfach so als Summe, die man so monatlich kriegt, ist das schon sehr schmacki. Aber in den Kommentaren steht so, wie das jeder glaubt, wie könnt ihr Glauben schenken und so. Macht die gar nicht. Ich weiß es halt gerade selber nicht. Ich könnte es dir schon irgendwie glauben. Ich verfolge die halt nicht, aber ich würde sie jetzt einfach mal so, vom ersten Gedanken her, würde ich sie jetzt einfach mal abkaufen. Was ich nicht mache, weil wir können froh sein, dass wir überhaupt da verkaufen können und bla. Also, ne, ein Abo und so. Ich mache nur Abo, weil wenn du da privat noch verkaufst, damit mache ich locker dann, wenn ich ein Video privat verkaufe, locker noch 10.000 Euro drauf, direkt am ersten Tag, wenn ich ein Video verkaufe, für 10, 20 Euro. Dann kann man richtig viel damit noch zusätzlich verdienen. Das würde ich aber nicht machen, weil da meckern die dann immer alle rum und so. Weil ich würde es auch nicht wollen. Ich kaufe ja schon dein Abo. Warum soll ich jetzt noch privat für die Videos zahlen? So, wisst ihr, wie ich meine?
Gesicht verloren für Geld, ist mir egal, kannst du so sehen, wie du willst. So. Das Jugendamt, die haben sich ja die Wohnung angeguckt und man hat ja als erst diese Stange gesehen, die guckt so. Lara, ich meine so, das ist nur zum Tanzen, wirklich nur zum Tanzen. Sie so, okay, die weiß ja, was ich mache, Mann. Die verurteilen mich nicht, deswegen, ich mag auch Jugendamt, mag ich, die sagen nicht, nur weil du das und das machst, du hast dein Kind nicht verdient oder bist eine schlechte Mutter, das ist egal. So, ich mach das ja nicht nur für mich. Jetzt muss man sich verkaufen, um gut leben zu können, läuft. Du hast es erfasst. Heutzutage tatsächlich. Ist leider ein Fakt, ne? Dass immer mehr Leute durch diese Internetbranche, dieses Internet schnelle Geld verdienen, sich denken, ach ja, ist ja nicht schwer. Einfach ein bisschen was zeigen, dies, das, jenes. Das Problem ist, dass sehr, sehr viele, sehr viele von diesen Menschen die Folgen nicht richtig berechnen und dann einfach sagen so, ist ja mein Leben, ist ja mein Körper. Ja, stimmt irgendwo. Ist dein Leben, ist dein Körper. Aber denk einfach ein bisschen über die Folgen nach. Denk einfach ein bisschen drüber nach, was könnte passieren in der Zukunft. Was könnte? Geh vom schlimmsten Fall aus und geh vom besten Fall aus. Schlimmster Fall, du bist Millionärin, aber deine Bilder werden überall geleakt und was weiß ich, keine Ahnung, keiner will mehr mit dir zu tun haben und du bist ein einsamer Mensch, beispielsweise. So, ne? Also einfach ein bisschen auf diesen Sachen rumdenken, ist in manchen Fällen auch nicht schlecht. Es ist die Wahrheit, also wirklich einfach auswandern. Deswegen will ich auch auswandern. Da hast du einen Freund, der wirkt wirklich sehr erwachsen und verantwortlich. Ist er auch, aber der kann ja ganz schön komische Sachen sagen. Ich habe ihn kennengelernt. Das erste Mal habe ich mich mit Maya und ihn getroffen. Da dachte ich mir, hey, Digga, du siehst nicht so aus wie auf dem Bild. Also er sieht komplett anders aus wie das, was er mir halt geschickt hat. Und dann dachte ich mir so, alles klar. Und dann hatten wir irgendwann keinen Kontakt mehr, weil ich nicht wollte. Ich wollte halt keine Beziehung, er schon. Und dann hat er mir ein paar Mal gedroht, ist auch bei mir zu Hause gewesen und so. Also hat geklingelt und so, weil er sich ja an mich verliebt hat und bla. War oft auf Kokain und hat dann irgendwelche Videos gemacht. Also nicht im nüchternen Zustand, sondern immer irgendwie, wenn er was gezogen hat oder wenn er was gesoffen hat, dann war der halt richtig krank drauf. Nein, er zieht nicht mehr, er nimmt keine Drogen, er trinkt auch nicht, außer wenn wir Baby frei haben, da trinken wir, aber er nimmt keine Drogen. Das ist dazu gesagt. Und ja. Das klingt doch spaßig. Klingt doch nach einer spaßigen Beziehung, oder nicht? Oder bin ich blöd? Gucken wir mal weiter. Ich hatte heute Morgen ein sehr interessantes Gespräch mit einer Freundin, wo sie mir aus dem Nichts so ein bisschen erzählt hat, dass sie nach Karneval so richtig in ein Loch gefallen ist und ja, ihre Stimmung sehr, sehr down war und sie sich selber und ihr ganzes Leben so ein bisschen in Frage gestellt hat. Und ungelogen, als ich das gehört habe, dachte ich so, ey, mir ging es wirklich komplett genauso, ne? Also wirklich, gestern habe ich so vieles in meinem Leben in Frage gestellt. Mein Job, wie ich arbeite, funny. Mein ganzes Dasein als Person, mich selber. Und es ist mir klar geworden, oder sie hat auch gesagt, dass es tatsächlich am Alkohol liegt. Habt ihr sowas auch? Habt ihr das auch, dass ihr, nachdem ihr Alkohol getrunken habt oder nachdem ihr feiern wart, am nächsten Tag irgendwie so alles von euch in Frage stellt? Würde mich sehr interessieren. Ich fand es auf jeden Fall krass, weil ich habe mich wirklich genauso gefühlt. Und Ich habe das auch, aber ich würde jetzt nicht sagen wegen Alkohol, weil ich habe das auch, wenn kein Alkohol im Spiel ist, dass man sich einfach Gedanken macht. Ich glaube, das hat einfach mit Lebensumständen zu tun. Also wenn einfach Dinge in deinem Leben passieren, wenn du irgendwie vielleicht von Menschen enttäuscht wirst, wenn du irgendwie gerade an einem Punkt bist, an einem tieferen Punkt oder gerade halt einfach nicht so glücklich. Und gerade ist auch einfach dieser Switch von Winter in zu Sommer, aber das dauert alles noch ein bisschen und man will endlich Sommer, alle warten nur noch drauf. Aber ich habe auch tatsächlich genauso Phasen gehabt, wo ich einfach überlegt habe, ey, muss ich hier wohnen, muss ich nicht hier wohnen, sollte ich vielleicht nach Berlin, sollte ich dies, sollte ich das, sollte ich jenes, wie viel Sinn macht das? Es gibt kleine Überlegungen, große Überlegungen, wo du halt einfach viel hinterfragst und ich glaube, bei mir hat es auch gerade einfach viel mit dem zu tun. Ihr habt es vielleicht in meinem Real Talk Video gesehen, das ist das Real Talk Video, das ich vor ein paar Tagen gepostet habe. Da habe ich euch erzählt, dass ich mich in meiner Wohnung einfach nicht überhaupt nicht wohlfühle und da jetzt wieder rausgehe und eine neue suche. Und ich habe auch so überlegt, was habe ich denn zu verlieren hier so in Köln?
Ich habe nicht viel zu verlieren. Ich könnte auch rein in der Theorie einfach nach Berlin ziehen und dort mal neu probieren. Und dort ist die Musikbranche größer und so weiter und so fort. Das Einzige, was hier in der Nähe ist, sind halt meine Familie, meine Eltern, Geschwister. Das ist halt ein sehr großer Punkt, mit der am meisten überwiegt. Aber ich glaube, es ist völlig okay und völlig normal, sich zu hinterfragen und zu überlegen und sich Dinge aufzuschreiben, Pro-Kontra-Listen zu machen. Ich glaube, das ist wichtig sogar. Ich glaube sogar, dass es wichtig ist, damit man im Leben nicht stehen bleibt, sondern auch irgendwie vorankommt. Dass man so ein bisschen Dinge, hinterfragt, reflektiert, genau. Dass man Dinge reflektiert. Ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist. Und dementsprechend, liebe Freunde, reflektiert mal euer scheiß Leben. Reflektiert doch mal ein bisschen. Wo ist euer Leben gerade? Wo seid ihr gerade? Nein, Spaß. Ich mache nur Spaß. Ich glaube, man weiß schon selber, wann es an der Zeit ist, zu reflektieren und wann nicht. Und warum man das auch tun sollte und warum nicht. Kurzer Real Talk zum Ende hin, ne, liebe Freunde. War wieder ein schnuckliges Video, war eine gute Folge. Morgen 14 Uhr erfahren wir mehr über neue Sachen, Dinge. Ich weiß noch nicht, welches Video morgen um 14 Uhr kommt, aber es kommt eins. Deshalb abonniert gerne den Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr einen YouTube-Kanal habt oder einen YouTube-Account oder einen Google-Account, wie auch immer. Lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke noch dazu. Das supportet mich sehr. Und dann sehe ich auch mal wieder hier ein bisschen Wachstum auf dem Kanal, weil wir sind immer die gleichen Leute, die hier am Start sind und das ist auch okay. Aber die gleichen Leute abonnieren nicht. Wir haben nur 40% Abonnenten. Stellt euch mal vor, die anderen 60% würden auch abonnieren. Wir sind 600.000, 40%, was wären denn dann 50%? So 750. Wir hätten 1,5 Millionen Abonnenten, liebe Freunde. Ungefähr. Das wäre krass. Was soll ich sagen? Wir sehen uns morgen. Bis dahin, lasst krachen. Kuss auf die Nuss. Ciao. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch.